Oh. Das würde ich nicht so sagen. Manchmal schaut man auch wo ganz anders hin. Ja, das mache ich ja sehr offensichtlich. Ich mache dann so... Ich bin da leider sehr offensichtlich. Jetzt ist auf mich fügt. Da darf ich ihn doch hauen. Ihr könnt euch gegenseitig boxen, ist mir egal. Macht, was ihr wollt. こんなの体に戻るの？そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ？さあな。俺もキューブが戻るところは見たことがねえからな。食うのかな。こんなにを食えねえぞ。それにあんまり。一度戻りましょう。考えるのそれからよ。ロビン。 Genau da. Direkt aus dem Tempel raus und dann musste ich leider ausmachen. Das habe ich nicht gemacht, danach ist Spoiler für mich. Sieger! Ja! Gib mir Trophies. Ototo. Toll, da ist nichts drin. Ima no chikara wo tamesu ni wa uttetsuke da na. Kazu de semeyou tte no ka? Macht alle fertig, okay. Ich liebe Zoros Stimme einfach. Alles klappt hier. Ja. Habt ihr auch noch viel Spaß und gute Besserung. Otto! Isa Usa! Usa! Oh, ich würde so gerne wieder die Gummiband. Ja, ich schau dir auch auf Japanisch, aber ich kenne sehr viele Folgen auch auf Deutsch. Bis... Weiß ich gar nicht, welcher Arc das war. Also sehr weit auch auf Deutsch. Also ich hab's Tatsache zuerst auf Deutsch. Bis dann nichts mehr... Ne, bis die Folgen dann erstmal fertig waren und dann auf Japanisch weiter. Die deutsche Synchro lohnt sich auch sehr. Aber es ist schwierig, es ist beides geil. Aber Deutsch ist schon, ist auch ganz richtig geil. Ich glaube, ich würde sogar mitgucken. Wahrscheinlich nicht alles, aber ich würde gerne schon ein paar Arcs mitgucken. Du bist ja deutsch zurück-Synchro. Ja. Ist ja leider verstorben. Ja, der ist irgendwie wandern oder so gewesen und ist dann halt tödlich verunglückt irgendwie. Weil ich es noch richtig im Kopf habe. Ist irgendwie vom Pfad gekommen. Seine Stimme ist mega geil gewesen. Teilweise sehr viel. Ja, und Fies ist halt auch viel labern, ja. Das ist richtig, Liz. Habe ich es mir richtig gemerkt. Und hallo, Nino. Hallo.
Wohl schon beantwortet auf Crunchyroll, ja. O7 Max hat, glaube ich, auch immer Folgen rausgebracht. Die müssten die eigentlich auch in der Bibliothek haben, aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Aber Crunchyroll auf jeden Fall, ja. Aber ich finde, das Abo lohnt sich eigentlich. Ich habe mir auch mal eins gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das lange haben kann, weil... Alles teuer. Ich habe auch heute meine Loot-Chestbox storniert. Dass ich keine mehr kriege. Heute kam meine, im Grunde dann die letzte. Schon ein bisschen sad, aber ja. それにしても、さっきの移行。よっ、随分雷の研究が進んでいたわね。そう。レザリアで学んできた何がそういうなんて、相当ね。その研究の結果、あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。 Ich bin erst bei Folge 642 bei One Piece. Ja, die ganzen One Piece-Theorien sind übel. Ja, ist auch monatlich. Wenn du sagst, du hast den nächsten Monat keinen Bock, stornierst du und dann machst du irgendwann, wenn du willst, ein neues Abo oder so. Also es geht auf jeden Fall. Ich habe erstmal noch 14 Tage Probe und dann muss ich auch zahlen. Ich kann nicht so viel dazu sagen, wegen Spoiler, ne? Außer es kommt jetzt hier im Spiel vor, dann kann man darüber reden. Weil sonst spoilere ich ein paar Leute. Muss ich aufpassen. Ich versuche schon die Leute, die hier sind und das noch nicht geschaut haben, zur One Piece Seite zu kriegen. Waren euch? Ich mach das schon bald. Ja, aber immerhin schon mal. Ist schon mal ein Fortschritt. Level 17.
Oder erst, je nachdem. So, wo muss ich hin? Ich muss... Die Höhle? Fire Force ist super. Ich hoffe, da kommt irgendwann eine dritte Staffel, das wäre geil. Ich muss mir nur anschauen, kann ich sehr empfehlen. Was meinen die schon wieder da unten? Gewalt. So, dieses Jahr kommt. Oh, okay. Nice. Finde Lim. Die Titel werden aber auch immer länger von den Animes, oder? Irgendwie. Ich hab Hunger. Wo gibt's denn was zu futtern? Das Mädchen könnte zurückkommen, also gibt es keinen Grund, die Reparatur der Sunny zu überstürzen. Ja, wie wär's, wenn wir uns hier ausruhen? Kann ich mir mal kurz dann hier was anschauen? Kann also auch eine zweite Staffel kommen? Mhm. Bin sehr gespannt.俺はコテコテの身の能力者だ。さっきは助かったぜ、アディオ。ありがとな。その能力何ができるの？まあ、助けだからな。掴んだり、防いだり、かなり限定された力さ。なるほどね。そういうことか。なんだ、ゾロ君。 Stummern das Gespräch hatte ich nicht. Du kannst Japanisch? Nice. Alles klar, hier. Oi, oi. Tejina no tane wa barasanei no ga mana da ze. Die Tiere hier ähneln denen auf der Himmelsinsel, auf die Shiki uns gebracht hatte. So, Enzyklopädie. Erinnerungsverlauf. Inhalt. Okay, anscheinend habe ich hier nichts. Kampfverlauf. Smiley, was? Smiley Eichhörnchen. Gott. Eine große Unterart des Todeseichhörnchens, die auf Warford leben. Sie scheint ständig spöttisch zu grinsen und provozieren so jeden, dem sie begegnen. Obwohl sie nichts für diese angeborenen Gesichtsausdruck können, diesen Tieren ist mit Vorsicht zu begegnen, denn wenn man sie leichtsinnig angreift, kontern sie mit mächtigen Sprungangriffen. Sie leben in Gruppen zusammen und rufen oft andere um Hilfe. Sie sind anfällig für Feuer und Klingen. Schock-Nashornkäfer. Eine Unterart des großen Nashornkäfers, die in Höhlen lebt. Sie lähmt ihre Beute mit statischer Elektrizität, die sie durch Zittern erzeugen. Sie lauert an dunklen Orten, doch leider lässt das Licht, das ihre natürliche Aufladung erzeugt, sie allzu schnell auffliegen. Das Fleisch auf ihrem Rücken entfaltet beim Kochen ein einzigartiges Aroma. Kann nicht fliegen. Was? Hä, gar nicht, okay, das stimmt nicht. Nein. Die nur heimlich pillen, diese Eichhörnchen. Mhm. Also es werden auf jeden Fall Sachen erwähnt von der Hauptstory, ja. Die Geschichte hier selber ist eigen, aber trotzdem sind hier Inhalte von der Story anscheinend. Fledermäuse, die über die ganze Grandland verstreut leben. Typisch für sie ist die metallische Haut und die schimmernden Zähne. Sie leben in Höhlen, um dem Tageslicht zu entgehen. Sie sind waghalsig und greifen alles an, was sie als Beute ansehen, auch wenn es viel stärker ist als sie. Wegen ihrer Haut werden sie regelmäßig vom Blitz getroffen, deshalb die große Angst vor Donner haben. Okay. Ihre Flügel sind eine Delikatesse mit einem außergewöhnlichen Aroma. Warum? Hä? Warum wird denn mit...
Seltsame Kreaturen, die aus Würfeldatenfragmenten entstanden sind. Sie tauchen unabhängig von Klima und Ökosystem an verschiedensten Orten auf. Sogar in der Welt der Erinnerung. Sie greifen an, indem sie Würfel werfen und können sich mit der Macht der Würfel vermehren. Außerdem sind sie freimütige Wesen und neigen zur Überreaktion, weshalb sie anfällig für Täuschungen sind. Der Donnerkoloss. Ein mysteriöser Koloss, der in der Gewitterwolkenruine zu Hause ist. Er kann Blitze befehligen und starke elektrische Spannungen einsetzen, um Hindernisse zu zerstören. Ein Smiley-Eichhörnchen hatten wir schon, ne? Ja. Ist das richtig so ein Bananenkrokodil? Ja, ne? Das ist ein Bananenkrokodil. Cool. Lim habe ich vorhin zum Binnenmeer gehen sehen. Puh, es ist echt nicht leicht, an diesen Würfel zu kommen. Der steht natürlich ja beim Alkohol. Ich muss härter trainieren. Selbst durch Blitze muss ich schneiden können. Ja. Einige der Pflanzen habe ich noch nie zuvor gesehen. Vielleicht eignen sie sich für neue Munition oder Waffen. Hast du Platin auf den coolen Pferdereitsimulator? Was für ein Pferdereitsimulator? Meinst du Bibi und Tina? Nein, mache ich nicht. Nein? Hallo Ossi? Ich werde später nochmal einen Spaziergang über die Insel machen, um ein paar Zutaten zu sammeln. Wenn du mit den Tieren auf der Insel reden möchtest, kann ich dolmetschen. Das ist ja praktisch. Schade, dass ich keine andere Kleidung habe, nur von Zogeking. Man nennt ihn Zogeking. Nein, jetzt war. Oh nein, es verschuldet dieses scheiß Ohrwurm. Meinst du Party? Oh Mann. Flo, der Drecksack hat mir auch das Video noch geschickt, ne? Mit dem Lied. Das würde so gut aussehen auf der PSM-Profilseite. Hm. Es reicht schon, dass ich Trophys davon habe. In meinem System. Schon schlimm genug. Sate. Sate, ara, ara. Finde Lim. Klar, den fehlt. Nee. Nee, sehe ich nicht. Wo ist Lim? Tja, im Binnenmeer gibt es einen kreisrunden Strand, da ist sie häufig. Schaut mal nach. Okay. Nein, kennst du? Nein! Ist schon schlimm, dass ich die überall immer irgendwie sehe. Gibt auch scheiß viel Merch von denen. Das ist schrecklich. Ich weiß nicht, wer sowas kauft. Zwanziger mit einem Bibi und Tina spielen, alle Platin geil. Ja. Das ist ein Zeichen von Schicksal. Das ist einfach ein Fluch. Main Game bei Liz, Bibi und Tina. Das ist der größte Fluch, den ich mir je auferlegt habe. Ich hätte es nie anfassen dürfen. Ich werde seit Jahren damit gefoltert. Ja, davon. Der mit seinen Hühnern.
Ja, okay, das ist ja schön, dass du es nochmal erwähnst. Hab meine Tochter, die das liebt. Gleich enterben, ey. Nein, Klaus, nein. Also ich muss erstmal Fettnäpfchen positionieren. Ja. Wow, das kann ich leider nicht, aber One Piece schaut sie auch mit mir. Das macht sie da gut. Das macht sie da gut. Google-Zwiebel. Sanjis Würfelfragment. Ja. Dieses versunkene Gebäude da drüben, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Man hat die Bälle, ja. Sehr üppige Hingucker. Das meinen wir halt mit das schwere Atmen. Okay. Andere Stimme, andere Augenfarbe gerade gehabt. Da haben die jetzt alle mitgeschleppt? Gute Nacht, Klaus. ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。口で説明するより直接見た方が早い。あ、今日は、これ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 は、
Auf jeden Fall ein seltsamer Anblick. Gefällt er dir? Dieser Stein schwebt. Was ist das für ein Ort? Das sind alles Klassikowürfel, die enthalten Aufzeichnungen. Aus unserem vorherigen Abenteuer? Adio ist weg. Er war doch gerade noch bei uns. Zurzeit ist das hier ein Raum, der eure Erinnerung verwaltet. Adio kann nicht herkommen, weil er hier keine Erinnerung an ihn gibt. Das ergibt Sinn. Robbie! Naruto. Die Form der Insel, die bis zum Himmel reichende Lichtsäule und die Turmruinen, das passt alles zur legendären Insel Warford. Demo. Alter, wie sie gerade guckt, ne? Aber wir wissen noch nicht alles. In den Texten wurden die geheimnisvollen Kolosse oder die Forschungseinrichtungen nicht erwähnt. Ich sag mal, Lisa, ich werde alles tun, was sie sagt. Ich habe Angst. Es gibt noch mehr zu studieren. Ja, auch ein Gesicht. Ja, ein bisschen weiter oben. Das ist eine eigene Story, ja. Also bis jetzt. Auf jeden Fall die hier. Und dieser Adio gehören zum Hauptthema. Aber wir wissen noch nicht so genau, warum, weshalb. Weil ich konnte gestern nicht so viel streamen. Ich musste leider früher ausmachen, weil Bauchi hat Aua gemacht. Gibt's einen Sabbereimer? Ja, danke. Ein seltsamer Pirat taucht auf. Es ist schon eine Weile her, dass hier Piraten aufgetaucht sind. Die sind so schräg mit ihren komischen Kleidung und den blöden Geschichten. Auch wenn sie jetzt gerade ruhig sind, Piraten sind von Natur aus feindselig. Ich will sie so schnell wie möglich vertreiben, aber Adio hat Nein gesagt. Die können auf keinen Fall gut für Warford sein. Hey! Ja, ist heute ein bisschen besser. すげえ不思議空間だな不思議不思議 まあ、呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり? ここはただの中継地点よ。ここから思い出の世界へと旅立ってもらうわ。思い出の世界? ええ。 あなたたちの記憶を元に作られた世界よ。思い出の世界ね。オーデンティック、ich weiß, wie du meinst。旅立ってからどうするの?成果の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように思い出の世界で成し遂げたことをもう一度やるのよ。 Ah, okay. Das ist genau das, was ich mir dachte. Das wäre halt vorherige Abenteuer nochmal durchleben im Spiel. Jetzt bin ich gespannt, welche genauen Abenteuer die hier reingepackt haben. Dann ist es aber zum Teil doch schon Spoiler. Wenn sich das von der Story her ableitet, dann ja. Dann, ja, ja. Ist zwar denn eine eigene Geschichte, was mit ihr und Adio zu tun hat. Aber da kommen dann Teile von Arx oder so. Je nachdem, was sie reinbringt. 事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。Okay, sie können abgeändert sein. メモリア。なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。Bin gespannt, Doc. Der Würfel wurde absorbiert und die Stärke der Strohhüte ist zurückgekehrt. Mhm. Ach du Scheiße. Das ist einfach ein Eulentintenfass. Waffeldo-Deno-Bokken-Ho-Hajimeta-Mugiwara-No-Ichimi-Wa-Adio-No-Kyo-Ryoku-De-Kyo-Zo-Ho-Tao-Shi-Saisho-No-Kyu-Bu-No-Dakkan-Ni-Sei-Ko-Shita-Shikashi
事態は思わぬ方向に進んでいく。アラバスタ？辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時、言ったよな。お前を超えていくって。Mein Lieblingsark. Ja. Kapitel 1 beendet. Hä? Erinnerung an das süße Königreich Alabaster. Oh, geil. Nanohana. Oh, da kommen richtig Flashbacks jetzt. Hallo Rooney. Schapper. Moshikashite Alabasta ka? Hi. Bibi-chan no kuni ka? Nein, nicht dein. Ich schlag dich, Sanji. Hontou ni kore ga omoide no naka nano ka? Meiner Süßen. Sugoi wa ne. Honmono no Nanohana no minatomachi to kawaranai. ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの？Schöne. どんな冒険って言われても一言では難しいわね。具体的にこのアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだったな。そうだな。バロックアクスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから。それを防ぐために戦って。Also die sind Tatsache Spoiler zum Haupt zur Hauptstory。犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒してどうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのがあなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあ、もう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだ。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らないの。Okay, es wird schon abgeändert sein.Weil Erinnerung hat es ja gesagt am Anfang, Erinnerungen können schwammig sein und es wird dann nicht eins zu eins genauso sein. Also eine Art neueres Abenteuer mit alten Erinnerungen, aber vermischt mit was. Ja, okay, ich bin gespannt. Sagt sie gerade sogar nochmal. Hä? Soria, do you schmida?簡単に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか。Da ich hier gerade sitze, geht's mir auf jeden Fall besser, ja. Ich weiß nicht, was gestern los war. Ganz komisch gewesen. 俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ？Macht das Attack so viel Spaß? Ich wäre Smoker. Der Crocodile ist ziemlich cool. Aber ich habe ihn so abgrundtief gehasst. その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまり、あなたたちは不完全な状態で以前より強くなって戦うことになるわ。Na geil.Ohne unsere vollen Kräfte gegen Gegner kämpfen, die stärker sind als wir. Das ist doch ganz. Das klingt sehr fair. Yay! これでも、これがメモリアの仕組みだから。マジかよ。Naja, man kann ihn hassen und trotzdem cool finden. Ja, ich wollte mal von ihm eine Figur kaufen, weil die cool aussieht. Ja, das stimmt. なんだかよくわかんねえけど。まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。
Die Zielfunktionen wurden freigeschaltet. Schließe sie im Menü aufgeführten Ziele ab, um Belohnung zu erhalten. Schau nach. Okay, Zielbelohnung. Ja, ja. Entschuldigung. Fangirl ich wieder. Besiege Crocodile. それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ？だいたいここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界なんだ。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことはこの中で一番詳しいから。そうか。ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。おお、これはハードスポイラーフォーディーディーダスです。ラララララ。Also wirklich, das ist wirklich spoilerhaft für die, die es, ne, guckt, lest nicht oder so. Ich hab gerade nicht gelesen, was? Sehr gut. Ich glaube, bin nun auch ein One Piece-Fan, obwohl die Männer etwas stören. Ja, die sind ein bisschen im Weg, das stimmt. Ja, nee, ich wollte jetzt keinen Spoiler-Tag unten einfügen. Wer hier reinschaut, muss sich bewusst sein, dass er sich eventuell spoilern kann. So viel Logik muss schon da sein. Das Gewürz verliert sein Aroma. Anscheinend gab es hier länger keinen frischen Nachschub. Es ist so beruhigend, die Pflanzen zu betrachten, besonders jetzt, wo in Alabaster so viel Aufregung herrscht. Okay, so viel Aufregung. Besonders jetzt. Sind das vielleicht die Anfänge, wo es angefangen hat mit der Barockfirma? Seid ihr von der Übersee hergekommen? Da habt ihr euch einen denkbar schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Was? Warum? Den schlechtesten Zeitpunkt überhaupt. Ja, warum? Daran. Aber ich finde es mega, in Alabaster rumzulungen. Ja, voll geil. Durch Alabaster habe ich halt erst so mich richtig mit Wüsten und so beschäftigt. Und fand Wüsten so faszinierend, dass ich das dann auch in der Schule so als, nennt man das nochmal? Also wenn du das vorne vor der Klasse vortragen musst, um eine Note zu kriegen. Ein Vortrag, so, wow. Ah, wow, Liz. Ja, einen Vortrag halten und so. Dann habe ich erstmal so gezeigt, was in Wüsten eigentlich, dass auch in Wüstenleben herrscht und waren viele beeindruckt. Ich habe dann auch so ein Buch rumgereicht, wo man dann halt auch so Pflanzen und sonstiges sieht und die Lebewesen, die sich dort angepasst haben. Ich fand das so faszinierend. Und meine Abschlussprüfung habe ich dann über den Pharao und Mumifizierung und so gemacht. Das fand ich auch sehr faszinierend. Habe ich dann so vor den Lehrern halt erzählt, wie sie einbalsamiert wurden und mit dem Haken dann durch die Nase und das Hirn rausgezogen wurde. Ah ja, meine Lehrer haben mich angeschaut, als ob ich krank wäre, aber ich habe eine Eins gekriegt. Ich fand's super. Die haben mich angeguckt so, what the fuck, was zur Hölle? Die anderen so irgendwelche wahrscheinlich anderen Themen und ich so, ja, yeah, erst so das Hirn mit dem Haken aus der Nase rausziehen. Es hat mich aber so fasziniert. Ich habe das halt mit sehr viel Leidenschaft erzählt. Ich wollte eigentlich auch immer Archäologin werden, Tatsache. Geschichte von früher entdecken und entziffern und musste einen Vortrag halten, wo ich Azubi war, bei der Post vor 40 Personen leicht Muffensausen gehabt. Uff. Ja, es ist schon. Das kann man seinem früheren Ich gar nicht mehr so sagen. Dann sitzt man hier und streamt und da sitzen halt dann auch so einige Leute. Im Grunde macht man ja auch einen Live-Vortrag. Man sieht zwar die Leute nicht, ich glaube, das ist das A und O, was irgendwie dazu führt, dass man dann sich mehr traut. Aber trotzdem weiß man, die Leute sind da. Das ist halt eigentlich so, keine Ahnung. Weltbereisen und erforschen. Du auch, Nino? Ja, geil. Ich wollte das wirklich eigentlich immer machen. Ich weiß gar nicht, warum ich von dem Ziel abgekommen bin. Ich weiß das gar nicht. Ich wollte das wirklich studieren. Als Azubi musste ich nie Vorträge halten. Das als Azubi ich jetzt auch nicht. Das war halt noch in der Oberschule.
Deshalb heißt es Odyssey. Ja, das hatte ich jetzt aber auch nicht so im Kopf, Pony. Du bist noch jung, kannst du noch machen, Lisa. Oh, jetzt noch studieren. Pff. So, selbst wenn ich aus Nanohana weg wollte, es kommt ja keine Schiffe. Wenn das so weitergeht, verderben mir meine schönen Produkte. Ihr seid Piraten, oder? Ich habe da vorne ein paar Leute aus der Marine gesehen. Ihr solltet euch besser fernhalten. Oh, wirklich? Dann sollten wir hier auch noch, sollten wir hier nicht lang gehen. Okay. Das ist ein Flugblatt mit einem Angebot für ein Blumensortiment, aber die aufgeführten Preise sind viel zu hoch. Blühende Blüten sind hier bestimmt wertvoll und selten. Schließlich ist die ganze Stadt von einer Wüste umgeben. Marine ist schon da. Aber da ist unser fucking Schiff. Was soll denn das? Meine Waren kommen nicht an. Willkommen in der Hafenstadt Nanohana, dem Tor zum Königreich Alabaster. So würde ich gern meine Kunden begrüßen, wenn ich denn welche hätte. Ich muss einfach seufzen, wenn ich an die Lage unseres Königreichs denke. Oh je. Die Nachricht von Alabasters Instabilität hat sich in anderen Königreichen herumgesprochen und jetzt meiden alle Schiffe unsere Häfen. Und deshalb haben Touristenläden wie meiner keine Kunden mehr. Ja, so fängt das an.